Hallo liebe Motorsportmagazin.com-Freunde und Formel 1-Fans. Zweiter Tag hier in Le Castellet und ich muss meine Meinung ein bisschen revidieren. Es ist vielleicht doch nicht das langweiligste Formel 1-Rennwochenende des Jahres. Gestern der Medientag ja schon relativ spannend und auch heute der Trainingstag. Nicht unspannend, würde ich sagen. Im ersten freien Training gab es viel Spektakel zu sehen. Es gab einige Ausritte, die Fahrer hatten doch ein bisschen mehr Probleme mit der Strecke als in den vergangenen Jahren. Und auch das Kräfteverhältnis ist natürlich eine ganz, ganz spannende Nummer hier. Denn Mercedes ist zurück. So viel können wir schon mal sagen. Im ersten freien Training, da sah es ja schon relativ dominant aus. Da war man ungefähr oder knapp eine halbe Sekunde schneller als Red Bull. Was mich dazu verleitet hat, das auch so relativ deutlich zu schreiben, weshalb Dr. Helmut Marko dann am späten Nachmittag keine Lust mehr hatte, mit uns zu sprechen. Das war ihm dann doch zu deutlich, was wir daraus gemacht haben. Denn im zweiten freien Training hat es Red Bull dann wieder umgekehrt. Max Verstappen ist die Bestzeit gefahren, aber es war verdammt knapp. 8000stel war er schneller als Valtteri Bottas. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass Bottas seine Bestzeit auf den Medium-Reifen gefahren ist. Alle anderen sind auf den Soft-Reifen gefahren. Und es ist ja schon so eine kleine Tendenz, die sich herausliest in dieser Saison, dass der Mercedes mit dem Softreifen so ein ganz klein bisschen Probleme hat, da das Maximum herauszuholen. Pirelli geht davon aus, dass der Softreifen eigentlich 0,6 Sekunden schneller sein sollte als der Mediumreifen. Bottas hingegen war dann tatsächlich schneller auf dem Mediumreifen, aber auch Lewis Hamilton hat nicht viel rausgeholt, nur 0,1 Sekunde. Und das zeigt schon, dass da noch erhebliches Potenzial bei Mercedes da ist auf eine Runde. Verstappen zum Beispiel, der hat eine ganze Sekunde rausgeholt. Wobei der auch gesagt hat, auf den anderen Reifen zuvor hat er sich die ganze Zeit noch nicht so richtig wohlgefühlt. Im ersten freien Training generell kein Gefühl gehabt, die Vorderachse zu schwach untersteuern. Und im zweiten freien Training dann auch erst nach dem Wechsel auf die Softreifen bei ihm die Balance richtig da. Und da hat es dann funktioniert. Also das wird sehr, sehr spannend, wie Mercedes das auf eine Runde lösen kann, aber wir haben es in den vergangenen Rennen ja auch oft gesehen, auch wenn in den Trainings klar war, dass Mercedes dann noch nicht das Maximum herausgeholt hat. Sie können meistens nicht ganz so viel rausholen wie die Konkurrenz, aber dann schon noch ein bisschen mehr im Qualifying, wenn es drauf ankommt. Und deswegen würde ich sagen, Mercedes ist definitiv zurück in dieser ganzen Geschichte. Also es ist eine andere Nummer als Baku und als Monaco noch vor 2 respektive 4 Wochen. War klar, weil es ist ja auch eine andere Strecke. Die Frage ist natürlich, ist es nur die Strecke oder sind es auch die Regeln, die da Mercedes ein bisschen entgegenkommen, respektive Red Bull ein bisschen was kosten? Denn wir haben ja viel über Reifen gesprochen. Jetzt haben wir da haben wir jetzt die schönen Exponate, die wir gestern nicht da hatten. Da gehe ich später noch genauer drauf ein. Wir hatten ja die Regelklarstellung, die technischen Direktiven. Und da geht man schon davon aus, dass Red Bull da ein bisschen mehr davon profitiert hat, von diesen Großzügigkeiten, die das Reglement da vielleicht gelassen hat, was die Reifenchecks, die Reifentemperatur und Reifendruckchecks angehen, hat Red Bull dadurch ein bisschen verloren im Verhältnis zu Mercedes. Und wir haben natürlich auch noch die Heckflügel, die sind ja fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die müssen spätestens jetzt ab hier verstärkt sein. Diese Flexiflügel, von denen wir so gerne gesprochen haben, die in Baku ja noch geduldet waren, sagen wir es mal so, die dürfen hier definitiv nicht mehr im Einsatz sein. Und da wissen wir alle, da musste Red Bull nachschärfen. Mercedes hingegen, die haben gesagt, nö, wir müssen da nichts machen, unser Heckflügel ist steif genug. Und ob diese Summe dieser kleinen Änderungen dann vielleicht doch auch ein bisschen was am Kräfteverhältnis ausmacht und es nicht nur die Strecke ist, das wissen wir halt leider nicht. Das wird spannend zu beobachten sein, auch über die nächsten Rennen hinweg. Jedenfalls ist es ganz klar, dass Mercedes wieder viel näher dran ist an Red Bull als noch zuvor, vielleicht sogar ja auch vorne. Und ganz interessant ist auch ein Punkt, Valtteri Bottas gegen Lewis Hamilton. Lewis Hamilton hat heute während der Session einmal gefunkt, dass das Auto sich einfach nicht richtig anfühlt, dass das einfach nicht okay ist, dass sich das falsch anfühlt. Und genau solche Aussagen haben wir von Valtteri Bottas noch vor 2 Wochen in Baku gehört. Und jetzt die spannende Sache. Die beiden haben Chassis getauscht. Valtteri Bottas ist mit dem Chassis Nummer 06 unterwegs, mit dem Lewis Hamilton noch in Baku unterwegs war. Und Lewis Hamilton hingegen ist mit Chassis Nummer 04 unterwegs, mit dem Valtteri Bottas eben vor 2 Wochen unterwegs war. Was hat es damit auf sich? Naja, Mercedes hat gesagt, es ist ein normaler Wechsel, der so auf dem Plan stand. Aber die Frage ist mit diesem Chassis vielleicht was verkehrt? Ich bin gespannt, ob Lewis Hamilton, ich meine, man hat ja immer noch ein Ersatzchassis dabei, das man dann noch aufbauen kann, ist viel Arbeit. Ich bin gespannt, ob es Mercedes vielleicht macht. Lewis Hamilton ist dann später so ein bisschen zurückgerudert im offiziellen Pressrelease, hat er dann gesagt, ja, die Bedingungen waren für alle ein bisschen schwer hier. Aufgepumpte Reifen, die Reifendrücke sind ja nach oben gegangen, haben wir gestern viel drüber gesprochen. Dazu auch noch die Bedingungen, ein bisschen windig, relativ heiß. Also der ist dann ein bisschen zurückgerudert. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Ende immer noch so schlimm war, wie er es zwischenzeitlich mal berichtet hat. Jedenfalls war er langsamer als Valtteri Bottas. Longruns, naja, die sind nicht mehr ganz so aussagekräftig. In dieser Saison haben wir auch schon öfter darüber gesprochen. Trotzdem, wer die ganze Longrun-Tabelle sehen will, für die haben wir natürlich alle noch die Longrun-Analyse oder die Trainingsanalyse. Da haben wir eine Tabelle, wo alle Longruns aufgelistet sind. Ein großer
Diskussionspunkt war auch noch Kurve 2, die Curbs am Ausgang von Kurve 2. Schon nach wenigen Minuten hat sich Valtteri Bottas da einen Frontflügel kaputt gefahren. Wir haben später gehört, sogar auch eine Spurstange soll dabei kaputt gegangen sein beim Überfahren der Curbs am Kurvenausgang. Und auch Max Verstappen hatte damit Probleme. Wir haben sogar gesehen, wie ein Teil da richtig abgefallen ist vom Frontflügel. Und da haben wir interessante Funksprüche gehört von den Teammanagern. Die gibt es ja inzwischen live zu hören, wenn die mit der FIA, mit Rennleiter Michael Masi kommunizieren. Beide haben ihn darum gebeten, diese Curbs doch back zu machen, denn das ist so knapp an der Strecke dran und ein kleiner Fehler kostet dann schon sehr viel Geld. Zehntausende, Hunderttausende von Dollar will man da loswerden durch einen kleinen Fehler. Ich bin mal gespannt, ob sich die FIA darauf einlässt, denn diese Teile, die Strecke ist auch so homologiert, es ist auch kein Sicherheitsrisiko, wenn man so will. Es gingen ja nur, in Anführungsstrichen, nur Teile kaputt und wir fordern ja immer wieder, dass es richtige Strafen gibt und dass man nicht Timing-Hoops hat und dann in Rundenzeiten gestrichen werden, sondern dass die Fahrer auch tatsächlich dann bestraft werden. Übrigens ganz witzig, dass klar, Mercedes und Red Bull, die hatten heute die größten Probleme. Ich glaube, denen geht es gar nicht mehr so sehr um das Geld an sich, denen geht es mehr um den Budget-Cap. Denn wenn sie da Reparaturen haben, die ordentlich ins Geld gehen, dann wird ihnen das ja abgezogen vom Budget Cap, respektive dann haben sie einfach weniger übrig. In der Vergangenheit war es halt so, war ärgerlich, weil das Geld gekostet hat, aber man hatte dadurch nicht zwingend weniger Entwicklungsbudget. Ersatzteile haben manche auch angeführt, Red Bull, bei Jonathan Wheatley hat man es ja gehört, als er an Michael Masi gefunkt hat, wir brauchen das Teil zurück, das da abgeflogen ist, war natürlich eher ein Schwachsinn, denn das Teil, mit dem konnte man wirklich nicht mehr viel anfangen, da wollte man eher dafür sorgen, dass das auf keinen Fall irgendwie in falsche Hände gelangt, dass die Konkurrenz das nicht anschauen kann. Ersatzteile, so habe ich mir sagen lassen, soll man bei Red Bull tatsächlich noch genügend haben. Dann habe ich schon gesagt, Reifenärger. Es ging natürlich heute ein bisschen weiter. Ottmar Schaffnauer hat erstmals zu uns gesprochen. Also das heißt, wir hatten die erste Stimme von Aston Martin. Der hat auch wieder bekräftigt, sie haben alles richtig gemacht. Alle Parameter von Pirelli da eingehalten. Was soll er auch großartig anderes sagen, der gute Ottmar. Er hat auf Pirelli jetzt nicht so richtig eingehauen. War da jetzt aber auch nicht ganz so harmlos. Es gab auch noch ein Fahrerbriefing. In diesem Fahrerbriefing war auch Mario Isola, der Formel-1-Chef von Pirelli. Eigentlich wollte er schon ein Briefing mit den Fahrern am Donnerstag haben, ein eigenes Briefing. Dazu kam es aber nicht und die Frage ist, warum? Manche sagen, die GPDA, die Fahrergewerkschaft, die hätte gesagt, nee, wir wollen das nicht. Manche sagen, die wollten das einfach nicht via Zoom und manche sagen, die hatten einfach keinen Bock darauf, sich mit Pirelli zu treffen, weil sie stinksauer sind auf den Reifenhersteller. Was denn die Wahrheit ist? Naja, man hat dann gesagt, okay, wir machen es einfachheitshalber im Fahrerbriefing, da sind eh alle zusammen, wobei alle zusammen auch in Anführungsstrichen, denn das Fahrerbriefing findet ja auch heutzutage noch über Zoom statt und nicht physisch in einem Raum. Dieses Briefing hat relativ lange gedauert, ungefähr eine Stunde wurde da diskutiert. Viele Fahrer hatten Fragen an Mario Isola, Sebastian Vettel, wie wir ihn kennen, hatte Fragen. Auch Lewis Hamilton, Max Verstappen, sie alle wollten wissen, was da genau los war. Mario Isola hat das Ganze aufgeklärt, hat da Rede und Antwort gestanden und ich bin mal gespannt, wie die ganze Sache weitergeht. Andreas Seidel, McLaren-Teamchef, der hat sich heute übrigens auch noch zu Wort gemeldet und hat gesagt, naja, er vermisst da ein bisschen die Transparenz, denn es ist sicherheitsrelevant das Ganze und er hätte da schon gerne noch ein paar mehr Infos, was da genau kaputt gegangen ist. Weil gestern die Exponate nicht da waren, heute haben wir sie da, das ist jetzt die Außenseite, nicht die Innenseite, aber da sieht man diese drei Rillen, von denen ich gesprochen habe. Und genau an der dritten, da ist er kaputt gegangen. Das nur als kleiner Nachtrag. Dann müssen wir, der Vollständigkeit halber, natürlich noch sagen, was mit unseren deutschen Fahrern los war. Sebastian Vettel, der ist verunfallt im ersten freien Training. Keine Windböe erwischt in Kurve 12. Heck verloren, eingeschlagen, nicht ganz so dramatisch. Performance-technisch sah es jetzt leider nicht so überragend aus. Bei ihm nur P15. Kommt insgesamt mit der Balance seines Aston Martins noch nicht so richtig zurecht. Klagt über Untersteuern. Sieht noch nicht so toll aus, aber am Freitag sah es ja bei ihm auch in Baku noch nicht toll aus. Mick Schumacher, der hatte technische Probleme im ersten freien Training mit dem Brake-by-Wire, ist dann ganz früh abgeflogen, Hinterachse überbremst, den Unfall hat man gar nicht so richtig gut gesehen. Jedenfalls da ein bisschen Trainingszeit verloren, erstes freies Training dann das Problem nicht so richtig lösen können. Im zweiten freien Training lief es dann besser, aber besser heißt halt eben im Haas auch nur Position 19. Teamkollege Nikita Mazepin geschlagen, das ist so das Maximum. Ich bin gespannt, ob es beim langweiligsten Rennwochenende des Jahres so einigermaßen spannend weitergeht. Morgen Qualifikation hier in Le Castellet. Wir sind gespannt, ob Mercedes dann tatsächlich Red Bull herausfordern kann.